Ja, Leute, ne? Neues Video, ne? Es wird langsam halt auch echt mal Zeit wieder für ein neues Video und erstmal hallo und willkommen zurück hier wieder zu Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke. Mit dabei Fredosaurus, X-Bad, Ambidiffel, wobei ich entschuldige mich. Ich meine natürlich Fredosaurus, Laurina, Michaela und zu wichtig. Weil, wie ihr im letzten Part von mir gehört habt, es ist zu wichtig. Lass uns mal eigentlich so die Wesen von denen angucken. Calm. Okay, hier steht jetzt nichts. Ja, okay. Ich guck dann einfach im Internet mal nach. Später nach dem Video. Aber so, ich habe selber halt nicht weitergespielt. Den hatten wir hier schon einen Encounter? Ja, stimmt, Typhlosion war ja unser Encounter. Jetzt gehen wir in die Höhle und gucken erstmal. Ups. Back. Hard Rock. Ach, Heat Rock, nicht Hard Rock. Und Stone Plate. Okay. Bälle. Ja, ich denke mal nicht, dass uns ein Legi in der Höhle erwartet. Und ich möchte heute mit euch ein wenig über ein paar Themen reden. Und zwar, wieso mein plötzliches Verschwinden? Wieso? Und halt anderes. Und ja. Hallo? Okay, ich glaube, wir reden wir erstmal mit dem Mann und dann werden wir schon sehen, dass es einen Counter gibt. Und wir erhalten HM6. Das ist Rock Smash, also Zertrümmerer. Und ja, das werden wir brauchen. Also beginnen wir mal erstmal mit dem ein Pinsir, ein weiteres Kiefer Pokémon ja, das kannst du. Focus Energy, okay, wird mich schon nicht umbringen. Also Verschwinden hat einfach damit zu tun, weil Zeit, ich habe nicht sehr viel Zeit. Ist halt very sad, aber ist halt nun mal so. Bind, das ist aber nicht, oh nein, das ist doof. Also, Zeit hat halt echt nicht nie gesagt und ich versuche jetzt auch meine Videos ein wenig qualitativ besser zu machen. Also sowas wie editieren und so werde ich mir jetzt auch in der nächsten Zeit mal angucken. Ja, dann damit ihr einfach mehr Spaß an solchen Videos habt. Und ich sehe schon, das Pinsir wird anstrengend. Also, ich werde mir halt auch das Editieren beibringen und so. Und schneiden, mal gucken, ne? Hab ja hier meinen Pause-Button. Und, ja. Was ich euch auch sagen möchte, ist, dass, jetzt auch erstmal Pokémon Mystery Dungeon pausieren muss, weil das ist einfach ein zeitaufwendiges Projekt. Das es braucht einfach pro Dungeon 40 Minuten und die Zeit habe ich einfach nicht.
Also, beziehungsweise kann ich nur sehr schwer finden. Deswegen gibt es jetzt erstmal nur Pokémon Kristall und Pokémon Diamant Nuzlocke. Und es tut mir auch wirklich leid. Also, nicht, dass ich das Spiel jetzt irgendwie nicht mag und deshalb mache. Nein, nein, das liegt halt an der Zeit. Und ja, es gibt halt einige, die das Spiel echt sehr mögen und bestimmt dann traurig sind. Wiederum andere, es kann sein, dass es dann heißt, ich bin ein kleines, dummes Kind und muss wieder haten, weil ich nichts kann. Das wird bestimmt auch passieren. Wie ich den einige kenne. Und mit einige meine ich nicht ganz so viele. Beziehungsweise nicht wirklich viele. Ach so, uff. Okay, Kneifkäfe. Jetzt ist das Ding, jetzt haben wir zwei Käfer-Pokémon. Das wird langsam ein wenig problematisch. Ach so. Oh. Ja, das ist jetzt doof. Ja, also, tut mir auch selber wirklich leid, dass ich einige Projekte jetzt einfach so beenden musste. Auch Evoli. Also wie gesagt, ich musste zum Beispiel so ein Projekt, was ich beenden musste, ist einfach Marikatur. Weil das Ding war halt, ich habe an dem Zeitpunkt nur Marikatur gebracht. Und nur ein Projekt bringen möchte ich nicht. Und die anderen Projekte halt nur ganz selten. Deshalb, ja, war Marikatur zum Beispiel so ein Projekt, das habe ich beendet. Aber selbst hätte ich halt diese Zeit, also selbst hätte ich das so gemacht, hätte ich Marikatur beenden müssen, weil halt wegen dem Aspekt, dass ich jetzt ein Poketuber bin, also sein möchte. Okay, das ist sehr wichtig. Und deshalb hätte das dann so oder so auch geendet. Und ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt so machen soll. Ob ich mir einen Zweitkanal machen soll, wo ich dann halt alles außer Pokémon bringen soll. Also so Mario oder halt Kirby, je nachdem. Also eure Meinung gerne in die Kommentare. Und Fredosaurus entwickelt sich halt auch endlich. Manchmal vergesse ich halt echt so ein wenig, dass das hier eine Nuzlocke ist. Weil für Nuzlocke-Verhältnisse und Randomizer-Verhältnisse ist bisher noch nicht so viel passiert. Ja, Entei und Despota sind halt jetzt auch nicht die Welt, ne? Frau Michaela hatten wir lange nicht mehr. Was trägt Michaela eigentlich für ein Item? Das würde mich jetzt interessieren. Komm schon. Item Repel. Oh, du hast Mitnahme. Oh, okay. Ich glaube, das, was ich gerade eben gesagt habe, mit bisher ist noch nicht viel passiert, werde ich in dieser Folge zurücknehmen.
Okay, ist nur Bronzer. Nein, Bronzel, so, Bronzel. Und so wichtig, das ist dein Job. Confusion. Also ganz ehrlich, aktuell mein Lieblingsteammitglied ist einfach zu wichtig, weil es ist einfach mein Zweitlieblings-Pokémon. Zunuptu, also generell die feurige Entwicklungsreihe ist einfach meine, sind einfach meine Zweitlieblings-Pokémon, weil die sind einfach geil, muss ich so sagen. Feurige war halt damals auch mein erstes Pokémon. Wow, und dieser Trainer ist echt ein, ich will nicht sagen Schwächling, aber Schwächling. Und das halt, und Tunupto ist halt auch einfach stark. Nur halt Coverage hat halt nicht. Und das ist halt ein bisschen nervig an Tunupto. Es hat halt einfach fast keine Coverage. Ja, okay, man kann es ihm Fokusstoß geben. Also ich glaube, so ein normales Dingens Moveset für Tunupto wäre Flammenwurf. Also was ich ihm geben würde, wäre ich ein Competitive Spieler Flammenwurf, Eruption, Fokusstoß und Solarstrahl. Vielleicht Eruption durch Sonntag ersetzen, dass halt Flammenwurf halt stärker wird. Oder halt Flammenwurf oder was war die andere Attacke? Solarstrahl direkt trifft. Das kann man auch machen. Oder vielleicht auch noch für die volle Power Flammenwurf durch Flammensturm ersetzen. Nein, Feuersturm war. Nein, Feuersturm war die japanische Attacke und Flammensturm war die überall Attacke. Ja. Oder war das jetzt Magma? Nein, Magma-Sturm war die Spezialattacke von Heatran. Ja. Magma-Sturm war die Spezialattacke von Heatran. Feuersturm? Nein. Feuer- und Flammensturm. Nein, Feuersturm ist die Attacke mit Stärke 100 oder 120, Genauigkeit 80 oder 75. Mit diesem japanischen Feuerzeichen. Nerv nicht. Also, Flammensturm war die japanische, ja, japanische Feuerzeichen-Attacke. Und Feuersturm? Nein. Hä? Ich bin gerade verwirrter, als ich es sein sollte. Nein. Feuersturm und Flammensturm. Ja, Feuersturm ist die japanische Attacke. Und Flammensturm? Wobei Kneifkäfer. Kneifkäfer braucht die IP. Wir haben halt wirklich nichts für die erste Arena. Das wird ein Problem. Also es ist jetzt Feuer oder Flammensturm. Das weiß ich halt nicht. Und das ist halt jetzt auch ein Problem, ne? Das Ding ist jetzt, was Feuer schon, was Flammen schon. Hier haben wir noch einen Account, da können wir ja versuchen. Nein, ich habe keine Bälle gekauft. Nein! Ja. Was hast du für eine Fähigkeit? Moldbreaker. Moves can be used regardless of abilities. Okay. Vice Grip, Focus, Energy und Bind. Was ist Vice Grip? V-
jeden Fall nachdrücken. Rap macht mir nichts. Also. Mann, hä? Also, kommen wir nochmal zurück zu Feuersturm und Flammensturm. Feuersturm, japanische Feuerattacke und Flammensturm, die Feuer-überall-Attacke. So. Irgendwie war das jetzt gerade eine echte Lost-Aktion. Und wenn ich jetzt falsch liege... Nein! Nein! Warte, das ist... Nein! Nein, ich hab gerade... Ich hab gerade meinen eigenen Encounter gekillt. Wobei, das Ding ist... Chimichu oder wie hieß es? Klingpling? Oder war das die Vorentwicklung? Nein, das war die Vorentwicklung. Wie hieß du nochmal? Mann! Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Ich sag jetzt einfach Chimichu. Ist halt gar nicht mal so gut, muss man ehrlich zugeben. Und deswegen haben wir jetzt gerade keinen so großen Verlust gemacht. Und als ob man über diese kleinen Steinchen nicht laufen kann. Ich dachte, hier gibt es irgendwo ein Item. Aber egal. Dann gehen wir noch kurz in die Höhle. Hier gibt es ein Item. Miracle Seed, ui. Achso, okay, die Höhle wurde halt in Platin umgebaut, deswegen sieht sie so komisch aus. Encounter ist... ein Saganabiss. Das ist wiederum gut für die Arena, also gut, dass ich hier gekommen bin. Okay, Bind. Mach nicht zu viel Schaden. Okay, zu wenig. Ja. Whirlpool kannst du, oui. Whirlpool halt, wie gesagt, auch eine, nicht wie gesagt, sondern Whirlpool ist halt in dem Spiel keine VM, aber in Pokémon Heart Gold und Soul Silver eine. Ich mich ganz ehrlich frage, warum. Genauso wie Defog auch in Diamond und Pearl Platin eine VM ist, aber nicht in Heart Gold und Soul Silver. Okay, bleibst schon mal nicht drin. Das ist wenig fragwürdig. Oh, Hilfe. Whirlpool macht halt schon ordentlich Schaden. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir Kniefkäfe nicht sofort verlieren. Ich hab halt keine Heil-Items. Ich muss Heil-Items kaufen. Hilfe. Ich will nicht... Nein, ich hab Angst, das zu besiegen. Weil... Es ist halt sehr gut für mich, aber ich glaube, Kniefkäfe wird jetzt... Wobei, ich kann verhindern, dass Kniefkäfe jetzt stirbt, indem ich den Ultra Ball einsetze. Unten B, unten B, unten B, unten B. Ja!
Ja. Du bist männlich, ist Sagana bist. Willst du mich arm nehmen? Wird das so geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Speichern, Folge ausmachen und Offcam trainieren. Denn ich habe 2 Pokémon auf Level 10 zu bringen und noch eine Arena vor mir. Tschüss. Das war's. Der kleinen Folge. Klein, okay. Das war's auf jeden Fall mit der Folge von Pokémon. Der Pokémon Diamant Randomizer Nuzlocke. Nichts Spannendes ist geschehen. Ihr habt also nicht wirklich was verpasst. Aber könnt ihr gerne da lassen, müsst ihr nicht. Alles kostenlos liken, kostenlos teilen, kostenlos abonnieren, kostenlos. Nur nochmal zur Info. Also ihr müsst das halt natürlich nicht. Ich verlange nichts. Aber ihr könnt halt natürlich gerne eine positive Bewertung da lassen. Dann mache ich mich mal vom Acker, ne? Tschüss!